Hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge von Emergency Wuppertal im Multiplayer zusammen mit Pascal. Moin! Hallo. Wir wollten eigentlich einen anderen Einsatz machen, aber gut, wenn jetzt hier ein Flugzeugabsturz von mir aus. Also, es ist ein Verkehrsunfall natürlich. Ja, ein Aber Verkehrsunfall. keine Sorge, wir werden dann noch den anderen Einsatz, den wir geplant machen, auch machen. So lange wird dieser Flugzeugabsturz nicht dauern. Aber wir finden uns wahrscheinlich den perfekten Ort für den Einsatz. Aber egal, mehr dazu später, ne? Alles klar. Klar. Was holst du? Rettungsdienst oder Feuerwehr? Ich habe gerade einen HLF geholt. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Aber irgendwie einfach nur so Gut, PKW dann. kaputt, das gibt Also das einzige Stichwort Uni, ne? nee. Es sind aber zwei Leute, deshalb hole ich mal zwei RTW und ein NEF. In der Hoffnung, dass ich mal keinen zweiten NEF brauche. Ansonsten muss ich den auch noch holen. Ja, ich hole noch einen zweiten NEF, sicher, Ah sicher. ja, jetzt habe ich das erwischt. Was ist mit dem da Gut, eigentlich? zwei NEFs und ein RTW sind, und Habe ich zwei hier auch RTW sind irgendwo? unterwegs. Alles auch echt gut liegen geblieben, das Flugzeug. Direkt mit dem Flügel gegen Nice. zwei Bäume geprallt. Eigentlich bei dem Schwung, ich fühle, ja, seltsam, dass die noch dran sind. Vielleicht ist es relativ langsam gewesen dann zuletzt. Dann wäre ich nicht mehr die Klippe hochgekommen. Es kam ja von oben, vermutlich. Ist ja auch nicht die Klippe hochgekommen, sondern es ist dann von oben dann hier zufällig an der Klippe gegen die beiden Bäume da unten dann geditscht. Bitch, bitch. Ditch, ditch. So, da So. hinten kommt dann auch irgendwann mal dieses Saal, das Ah, da was ich als kommt erstes ein bestellt habe. Rettungsdienst. Schon mal. Ah ne, das war das hier? Okay, auch interessant. Also die ersten zwei RTW und der erste NEF Hast du kommen. denn auf Der deine zweite NEF. da im Weg geparkt? Dein Mist ernst? Ja, ach nee, das ist nicht erreichbar. Ich muss jetzt alles zuparken hier. Du hast noch mehr geholt. Ich habe jetzt nur einen HLF geholt. Das hätte ja Ich hätte noch gereicht. ein anderes HLF geholt, wo was eigentlich näher war an der Werksfeuerwehr und nicht ganz so weit weg. Ja, am Ende sind es auch trotzdem beide gleichzeitig gekommen. Das wäre als Einsatzstichwort hier Kleinbrand holen können. Da kommt ja auch ein HLF. Ach, wusste ich nicht. Also sicher mal, wenn ich das nächste HLF haben will. Ah, da kommt der zweite NDF. Wird erledigt. Ja, kein Problem. Höre. Jawohl. Bin bereit. Alles klar. Erwarte Befehle. Alles klar. Bin bereit. Verstanden. So muss auch eine zweite Person irgendwie in dem Flugzeug so drin sein. Sie cutten. Der erste Feuerwehrmann, wenn man versorgt Ey, nur schon. das brauchst du nicht mal. Ich stehe da mit Notarzt behandeln, deswegen. Ach so. Habe ich einfach mal zwei Notärzte geholt, das ist egal, ich kann so mit Notarzt behandeln. Ich mu muss sie ja dann nicht mit Notarzt abtransportieren. Was gibt's? Feuerwehr ist am Stüssel. Gut. Ja. Euer Freund und Retter. Spektakulär aussehender Einsatz, aber am Ende ist er dann doch nicht wirklich viel spektakulärer als das Einsatzstichwort Verkehrsunfall. Vor allem, weil es nicht mal Brände oder sowas gibt. Also geht es auch eigentlich relativ gut klar. Ist in Arbeit. Feuerwehr rückt ab. Wo ich noch Ja, gespannt Rettungsdienst bin, rückt ab, falls möglich. wo ich noch gespannt bin jetzt, ist es abtransportiert. Von dem Flugzeug. Vom Das wird Verkehrsunfallobjekt. nicht abtransportiert. Oder ach doch, Fahrzeugwracks abschleppen, stimmt. Das müssen wir auch noch machen. Ja, viel Spaß, Tobi. Bist du Polizei oder ich? Habe ich schon unteralarmiert, ja. Ah, okay, gut. Die ist unterwegs. Vor allem geländefähig ist die. Aber gut, eigentlich ist ja auch wieder so ein Mini-Event von Emergency 16 oder 17. Nicht ganz, da muss man das Flugzeug, glaube ich, erstmal finden. Mit dem Rettungshund. Und das ist dann Ja, nicht genau, zufällig den. in so einer riesigen Umschneise mit durchgetrennten Oberleitungen etc. Nee, Nein, da ist es gar hast du nicht. mit.
Nee, den musst du mit der Drohne finden. Nee, am Anfang ist das nicht also. Zuerst, wenn die Drohne das gefunden hat, dann ist da plötzlich ein Krater Nee, und. der ist auch schon vorher. Der ist auch schon vorher da. Ja, schon der Krater, der ist schon vorher, aber die Oberleitung sofort, die sind Ja, erst stimmt, dann die Oberleitung, durchtrennt. die Spoil. Ja, sie haben es gefixt in der neuen Version. Jetzt sitzt er nicht mehr drauf, wenn er ausgestiegen ist. Naja, es gab jetzt einen Bugfix für die 1, 2, 2, die 1, 2, 2, 1. Wer hätte Klingt irgendwie gedacht? seltsam, aber. Da haben sie es Ja, okay, Panzer jetzt gerufen. gefragt, angefragt. Weil den Mini-Event-Einsatz, da muss man dann eigentlich nicht abtransportieren, das Flugzeug. Das bleibt dann bald liegen. Alarmtext, Alarmmessage. Wollen wir Leute, schon mal Einsatz erklären, Ali. was denn unser Der eigentlicher kann einfach Einsatz ist das während? kann einfach die Einsätze. Man kann Ich was? kann jetzt einfach separieren davon. Wie cool. Reparieren? Ja, schau mal oben rechts. Ach, So, der auf Polizist, der Franz. kann unterschiedliche Einsatzstellen sozusagen generieren. Ah, Das ist okay. jetzt sozusagen eine Du andere kannst. Einsatzstelle als der eigentliche Absturz. Also jetzt einen Untereinsatz kannst du erstellen. Das lässt sich ja bei der Leitstelle auch machen. Da hatte ich mich aber noch nicht persönlich beschäftigt und du wahrscheinlich auch noch nicht. Wenn ihr so nochmal Leitstelle sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn noch unbedingt sehen wollt oder ob ihr irgendwelche Vorschläge und Ideen habt. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns Feedback da lasst. Wollen wir uns Der während der Abschlepper ist auch wieder Abschlepper rückwärts kommt? unterwegs, finde ich gut. Ja, wir spawnen jetzt nochmal den Einsatz und ihr seht einen kurzen Zeitraffer, wie sozusagen der Einsatz spawnt. Und ja, ich switche jetzt praktisch rüber zu Pascals Sicht, er schaut sich das an und ich mache irgendwas anderes. Ja, ihr seht jetzt sozusagen Pascals Sicht und wir haben uns dazu entschieden, wir machen einen Waldbrand. Und zwar machen wir das so, dass wir den Waldbrand ein bisschen sich ausbreiten lassen, damit so eine kleine Herausforderung ist, das ganze Ding zu machen, weil wir hatten das ja letztlich schon mal so einen Waldbrand. Und ja, deshalb lassen wir den sozusagen ein bisschen ausbreiten und dann seht ihr jetzt sozusagen, wie sich dieses Feuer rasend schnell durch die Bäume frisst. Kurze Einsatzmeldung, Richard ist auch mal dazu gekommen. Buongiorno. Genau, der dachte sich, ach, mach's einfach mal mit, wenn wir schon mal hier sind. Jo, ich habe schon mal so Feuerwehr alarmiert. Kriege ich die überhaupt alle auf einmal aufgewählt? Also wir haben jetzt 64 Brände, wobei sich sechs Bäume schon selbst gelöscht haben. Wir sind ausgegangen, weil es nichts mehr für eine chemische Reaktion gab. Also ich habe 7 Feuerwehrfahrzeuge. Ach, die standen direkt hier. Ups. Und hier vorne habe ich jetzt auch gerade mein Zeug hin. Du hast dich jetzt da platziert, okay. Na gut, ich habe meins weiter nach hier hinten platziert. Ich weiß, die Straße war Ich eigentlich würde nun komplett mal leer. so ganz vorsichtig das hier, wo meine Fahrzeuge stehen, ein bisschen runter machen. Nee? Hey, ich dachte, der Jugendclub soll brennen. Ja, wir haben die ganze Pascal Zeit wünscht, dass lernen. die armen Kinder kein Zuhause mehr haben. Wir hatten die ganze Zeit so. Ja, der Jugendclub brennt. Vorher haben wir den Teil davon nicht auf, aber da sich dann die Das hat Bäume irgendwann Pascal nicht mehr in die gesagt, nicht Richtung ich. ausgebreitet haben, haben wir dann doch aufgehört. Aber jetzt sieht es doch aus, als ob er demnächst brennen könnte, der Jugendclub. Oder auch nicht, weil Trubi die Brände ausgemacht hat. Gut, es sind aber immer noch ein paar Brände da. Ja gut, wir müssen halt irgendwie mal so ein bisschen was machen, ne? Also. Ja, meins kommt noch. Sagte von mir, da ist eine RTW. Damit ist das Löschen noch nicht so gut möglich. Nee, nicht wirklich. Aber zum Glück haben wir hier ein paar Hydranten wenigstens. Anders als beim letzten Mal, ne? Ja, So, bitte hatten wir einmal gar anschließen. keine Hydranten. Und löschen. Ja, Dann. direkt erst dann mit dem Dings da drauf. Ach komm, wie heißt das nochmal? TLF. Ja, mit dem Telefon. Ja, aber da drauf hat noch hier Ding, hier, das Ding, was da oben drauf ist. Spritze? Nee, es hat ja so einen ganz, ganz speziellen Namen noch. Überschlags dreifach 3000. Nein.
gut. Der kam mit auch draußen bei mir. Ne, ich weiß schon, wozu meine DLK da sein wird. Wofür? Fürs Jugendhaus. Brennt das? Nö, nee, noch nicht. Das brennt nicht und das wird auch nicht. La, 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 la. Ich grenze das hier einfach mal so ein bisschen ab, ne? Wenn du ja, nichts dagegen hast. Alles klar. Was gibt's? Wird erledigt. Mach das. Alles klar. Höre. In Ordnung. Erwarte Befehle. Verstanden. Höre. Wird gemacht. Ja? Wird gemacht. Jetzt werden Bäume fallen. Also von mir sind jetzt 6 Leute im Löschangriff, oder sie gehen gerade in Löschangriff. Weitere 3 folgen demnächst. Das Schöne ist, die haben hier so, die durch die Wege hier, sind das durch die Begrenzungen sozusagen. Mhm. Aber Ausbrennung auch, das Feuer war drauf. Boah. Also von unter Kontrolle kann man auf jeden Fall noch nicht sprechen. Nö, nicht wirklich. Den einen Baum, den würde ich auch noch wegnehmen. Der wird gerade gefällt. Okay. Der Typ ist nur erschlagen, leider. Okay. und dann gibt es noch eine andere Seite von dem Brand, Pascal, in der noch Bäume stehen. Ja. Da komme ich gerade mit meinem Löschangriff ran. Naja, also zumindest dort hinten auf die paar Bäume wird es wohl noch springen. Auf welcher? Na, geh schon da hin, wo Pascal das. Guck mal, da sind noch einige Bäume, auf die es sehr gut springen könnte. Guck mal, die können in die Luft gehen, wie cool ist das denn? Das Allerschönste ist, sie läuft direkt neben dem Feuer rum. Jo. Ohne irgendwie ein klein wenig beunruhigt zu sein. Die ist komplett entspannt. Ach, die läuft doch über den Drehleiter drüber. Ja, dann. Und jetzt läuft sie durch die Luft. Hin und her, die gute Frau. So, anschließen. Jetzt wird hier mal ernsthaft gelöscht. Und nicht nur Bäume umgesägt. Ja, hier löscht immer noch nur einer. Das ist auch sehr produktiv, muss ich sagen. Wie wär's, wenn wir mal 2 mehr rangehen an den Schlauch? Also gut, die sind halt alle schon wieder ausgegangen, ne? Gut, meine Feuerwehrleute kommen nicht wirklich weiter von der Reichweite her. Warum versucht ihr die ganzen Bäume eigentlich zu löschen? Ist doch eh hoffnungslos. Um Ausbreitung einzugrenzen, müssen wir sie bitte schneller ausgehen wieder. Versucht lieber die Bäume nebendran zu kühlen. Die Bäume nebendran, das breitet sich nicht mehr aus. Das hat schon seine maximale Ausbreitung. Pascal, du kannst den Motorsägen nehmen und die Bäume umsägen. Und dann fällen wir jetzt den ganzen Wald. Rodung nach dem Brand. Bin bereit. Alles klar. Arme Waldbesetzer. Die Bäume können wir trotzdem noch verkaufen. Ob es Brennholz ist oder gebranntes Holz oder gefälltes gebranntes Holz, ist ja wohl wurscht. Ist in Arbeit. Bin bereit. In Ordnung. Außerdem sieht es ja noch schöner aus. So, Jugendclubhaus ist, würde ich sagen, safe. Tja, das ist doch nicht gebrannt. Ach, da guck mal, da ist der Letzte. So, nimmst du. Gut, ich habe jetzt alle meine 9 Feuerwehrleute, die im Angriff waren, jetzt zurückgepfiffen. Werden dann wahrscheinlich 9 Leute sein, die im Angriff, die dann mit Kettensäge hier rumrennen. Ist in Arbeit. Alles klar. Kann ich jetzt eigentlich 2? Nein, schade.
Ich dachte vielleicht, wenn ich da zwei Einsatzhalter reinschicke, dann kann ich da zwei Löschflugzeuge alarmieren. Ach, schade. Gut, habe jetzt 10 Leute mit Kettensägen Was? Ketten. ausgerüstet. Neuen Kettensägenmörder. Was? Nee, 10. Ziehen. Ja gut, ich habe auch noch hier einen, zwei. Noch einer läuft ja auch irgendwo rum. Ey, Leute, ich würde euch mal ganz kurz ein Stück zurückpfeifen, ne? Na gut, ein paar bleiben eh stehen. Ach komm, löschen wir es halt. Wird trotzdem alles umgenietet. Der hat ja noch keinen Atemschutz auf. Fahrlässig ist das. Warum nimmt er sich keinen Atemschutz auf? Man kann direkt. Och Gott, da sind wir immer doof, ne? Man kann einfach direkt mit den Fahrzeugen, bei den Fahrzeugen sagen, Atemschutz aufsetzen. Ja, habe ich mal probiert, das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Na gut. Ich weiß nicht, ob es generell funktioniert, aber bei mir hat es das nicht. Die kommen jetzt erst an den letzten Baum nicht dran. Bei mir können sie auch nicht alle Bäume fällen. Oh, guck mal. Du meintest, es breitet sich nicht aus? Ja, da habe ich ja schon mal gelöscht. Da habe ich ja schon mal gelöscht mit dem Löschflugzeug. Hier ist die Schneise. Der Baum muss einfach respawnen, das freche Ding. Die respawnen nach einer Weile. Du wusstest das noch nicht? Ja, Der Baum hat eine sehr schnelle Wachstumsgeschwindigkeit. wie so diese Bäume von Miraculix, ne? Der hätte doch diese getränkten Eicheln. Wenn man die in ein Loch wirft, dann wächst der Baum innerhalb von Sekunde. Keine Ahnung. Gut, meine gesamte Feuerwehr und so voll, also die alarmiert, wird zurück alarmiert, weil einer ist abgeschlossen. Jetzt ist Jo. Kaffeepause. Ja, Kaffeepause würde ich auch sagen. Ja gut, das war's nochmal von dieser Folge. Wir wünschen euch dann wahrscheinlich noch einen wunderschönen Tag. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern wir machen es auch. Ja. Wir räumen jetzt hier noch ein bisschen auf. Oder auch nicht, je nachdem, wann wir das Spiel beenden. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.